Grüne Wiesen wie auf den schottischen Highlands. Die passende Flagge weht im Wind und dann diese Musik. Aber wir sind nicht etwa in Schottland, sondern in Sigte bei Wolfenbüttel, im Garten von Dagmar Pesta und ihrem Lebensgefährten Christian Mehlich. Sie widmet ihr Leben ihrer großen Leidenschaft, dem Dudelsack. Es ist der Sound, dieses schwebungsfreie, dieses reine und saubere. Die Liebe zum dudelnden Sack, auch Pipe genannt, hat Dagmar Pesta schon lange. Selber spielen lernt die studierte Musiklehrerin aber erst recht spät. Genauer gesagt vor 14 Jahren. Ich habe mir früher immer Dudelsack-Musik mitbringen lassen von Leuten, die jetzt in Schottland waren oder irgendwo. Ich wollte eigentlich gerne schon als Kind, aber einen Lehrer zu finden in Deutschland, damals gab es auch noch kein Internet, das war natürlich sehr schwer. Beim Braunschweiger Verein Pipes and Drums of Brunswick findet sie schließlich Gleichgesinnte und ist hin und weg vom schottischen Lebensgefühl. Mittlerweile ist sie Deutschlands erste zertifizierte Dudelsacklehrerin, hat etliche Preise gewonnen und spielt sogar diesen Sommer beim renommierten Military Tattoo in Edinburgh mit. Ein wahr gewordener Traum, mit royalem Besuch, denn Prinzessin Anne schaut sogar bei der Probe vorbei. Am Anfang ist sie rumgegangen und die Soldaten standen alle vorne und haben natürlich die Hand gekriegt. Wir standen hinten und mussten stramm stehen. Was haben wir währenddessen gemacht? Natürlich ein Selfie nach dem anderen. Heute kommt Detlef Moder vorbei. Seit 4 Jahren lernt er bei Dagmar. Aber bis er als Anfänger das erste Mal auf einem richtigen Dudelsack spielen durfte, brauchte er Geduld. Die ersten 2 Jahre übt der 65-Jährige auf diesem Instrument hier, Centa genannt. Das schult vor allem die Handkoordination. Das Ergebnis? Saubere Töne. Man bläst hier mit dem Mund an, hat nicht einen Sack und alles Mögliche. Aber der Übergang zur Pipe ist wieder ein neues Instrument von vorne. Detlef Moder ist mittlerweile soweit. Immerhin übt er auch jeden Tag 1 Stunde. Wenn ich übe, habe ich da in unserem Ort ein bisschen draußen eine Scheune, wo ich dann hin darf, damit ich die Leute in der Umgebung nicht so nerve, falls mal falsche Töne kommen oder so. Denn die Lautstärke ist wirklich enorm. Immerhin ist ein Dudelsack mit durchschnittlich 125 Dezibel vergleichbar mit einem Presslufthammer oder einer Kettensäge. Das weiß auch Dagmars Lebensgefährte. Seit 18 Jahren sind sie ein Paar. 4 Jahre später kommt dann ihre neueste Liebe, der Dudelsack, dazu. Es ist ein gewöhnungsbedürftiges Instrument, es ist tatsächlich. Ich sagte ja schon, man kann ihn nicht lauter stellen, nicht leiser stellen. Man braucht Platz, Volumen. Am besten in der Kirche, wenn dann der Orgelspieler mitspielt und beides sind kräftige Musikinstrumente und der legt einen Riemen auf und wir spielen unseren Dudelsack, dann gehen die Töne hoch und wie Laub kommen sie wieder runter. Also sagenhaft. Wie man am Outfit erkennen kann, ist Christian Mehlich mittlerweile ein genauso großer Schottland-Fan wie Dagmar. Ob er auch schon einmal selbst daran gedacht hat, den Dudelsack zu spielen? Ich bin auch nicht der unbedingt musikalische Typ, wie sie das ist hier. Bei ihr geht das ja so aus dem Handgelenk. Ich habe da einen Center, da kriege ich noch nicht mal, welchen Buchstaben kriege ich da nicht raus? Low G. Low G noch nicht mal raus. Nicht? Also können wir alles vergessen. Weil er nicht übt. Weil er nicht übt. Einfache Erklärung, ne? Die beiden sind aber auch so ein richtig gutes Team. Sie treten regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen auf. Sie sorgt für das musikalische Programm. Er erzählt Geschichten aus Schottland. Das Land, das sie beide verzaubert hat. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.